Schön, dass ihr da seid zum Küchengeflüster von Wild und Fisch. Mein Name ist Lasse und ich habe heute das große Glück, gemeinsam mit Cornelia Poletto in ihrer Cucina ihr liebstes Wildgericht zuzubereiten. Welches Wildgericht das ist, bleibt dran und lasst euch überraschen. Ja, moin Lasse, herzlich willkommen in meiner Kochschule. Hallo Cornelia, schön, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch, dass du da bist. Hier ist tatsächlich meine Cucina, also das ist der Platz, wo ich diversen Menschen schon das Kochen beigebracht habe. Man kann ja aber auch einfach nur genussvoll an unserem Chefstable sitzen und es sich gut gehen lassen. Und vielleicht kann ich ja noch mal was zu mir sagen. Also Cornelia Poletto, hier ist die Kochschule, ein kleines Stückchen weiter ist mein Restaurant. Dazwischen ist meine neue Bar, das Paulas Bar und Deli. Ansonsten bin ich Köchin, Unternehmerin, Moderatorin, also eigentlich alles, was irgendwie mit Kochen und Genuss zu tun hat. Wollte ich sagen, Deutschlands bekannteste Köchin, würde ich jetzt einfach mal ganz direkt sagen. Ich glaube, damit trete ich keinen auf den Schlips irgendwie in Deutschland, oder was sagst du dazu? Ja, es gibt einfach wenige Köchin. Das ist tatsächlich in unserer Männerbranche nicht so ganz einfach, wenn dann auch irgendwann mal die Idee von Familie kommt. Mhm. Und von daher sind da tatsächlich nicht so viele zu finden. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich mit Küchengeflüster heute bei dir sein darf. Küchengeflüster ist natürlich dieses Format Wild und Fisch. Wir haben darüber ja gesprochen. Du bist bekannt dafür, eine tolle Gastgeberin zu sein, eine wunderschöne und gemütliche Atmosphäre zu schaffen, aber auch primär für die italienische Küche. Ja, italienische Küche ist einfach mein Steckenpferd. Ich habe bei Heinz Winkler gelernt, Südtiroler, der mir einfach nicht nur französische Küche, sondern auch die italienische ein bisschen näher gebracht hat. Meine Freundin, mittlerweile Freundin Anna Skreu, wo ich viele Jahre gearbeitet habe, damals noch bei Anna Sebastiano. Und ich finde einfach, ich glaube, dir geht es auch so, italienische Küche geht einfach immer. Das oder? Ist so, definitiv. Aber jetzt ist ja das Thema, was wir jetzt hier heute machen, das ist ja wirklich so diese regionale, die saisonale Vielfalt, die unsere Natur zu bieten hat. Wo kommt der Bezug für die Küche der Natur? Also ich bin ja gebürtige Hamburgerin, aber groß geworden in Nordrhein-Westfalen zwischen Paderborn und Bielefeld. Und ich bin einfach in der Natur groß geworden. Meine Eltern, meine Großeltern haben mir die Liebe zu den Tieren vermittelt. Ich bin früher sehr, sehr viel geritten. Ein Leben ohne Tiere, ohne Hunde, Pferde, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das verstehe ich. Und das heißt irgendwie auch viel im Wald unterwegs. Also das heißt, du bist auch immer so am Schauen, wenn jetzt Pilzsaison ist, bist auch selber irgendwie am... Ich liebe es. Und unsere Pferde stehen ja in Pinneberg bei Janne Meyer Zimmermann. Und das ist immer für mich die Gelegenheit, wenn ich mit meiner Tochter zu den Pferden fahre, die Hunde einzupacken, da zu laufen durch die Wälder. Und da gibt es übrigens auch ein paar Steinpilze. Aber die Ecken verrate ich nicht. Das sind auch Geheimnisse. Die würde ich auch irgendwie wirklich für mich behalten. Das ist gut. Wir sind jetzt hier und du zeigst uns wirklich dein liebstes heute ein Wildgericht. Worum geht es heute? Wild oder Fisch stand ja zur Wahl. Also ich liebe natürlich jede Art von Fisch und Fischzubereitung, aber ich liebe auch vor allen Dingen Wild. Und ich finde es einfach toll, vielleicht dem einen oder anderen Skeptiker nochmal die Wildküche näher zu bringen. Und es ist wirklich ein Gericht, es ist ein Rehragout mit einer Polenta-Kruste, die wir heute zubereiten. Da ist ein bisschen Schnibbelei, aber danach macht es sich eigentlich sozusagen von selber und ist vor allen Dingen auch ein Gericht, was man also wunderschön im Herbst auf den Tisch stellen kann, wo jeder einfach köstlich was schöpfen kann. Und das kochen wir heute zusammen. Freue ich mich sehr darüber. Du zeigst mir, was zu machen ist und wie ich dir helfen kann. Ich schaue dir über die Schulter und werde danach klüger nach Hause gehen. So machen wir das. Ich habe mich in Schale geschmissen, Cornelia. Lasse, also bei so einer Profischütze, da kann ja gar nichts mehr schief gehen. Oder? Nee. Ich bin gespannt. Rehragout, du hast die Rehkeule. Erzähl mal, was wir alles für Zutaten brauchen. Was? Genau, also was wir brauchen für unser kleines Rehragout mit unserer Mais-Polenta-Kruste eben tatsächlich eine Rehkeule, die ich hier habe. Die werden wir gleich gemeinsam parieren und auseinandernehmen. Dann haben wir für den Schmoransatz ein bisschen Petersilienwurzel, Karotte, Schalotten. Dann werden wir gleich schon ein bisschen Kartoffeln mit reingeben. Das bringt eine natürliche Bindung. Dann haben wir hier ein bisschen Trockenfrüchte, also ein bisschen Aprikose, Cranberry und Pflaume. Kräuter spielen eine große Rolle, Gewürze spielen eine große Rolle. Ganz bisschen Tomatenmark am Anfang zum Anbraten. Das bringt eine fruchtige Säure mit hinein. Und natürlich auch ein bisschen Wein.
Bisschen Rotwein, ein bisschen Portwein, muss sein. Und der schmeckt auch, der Wein. Genau, das schmeckt ist die auch. Hauptsache. Klasse, schön. Also ich sehe schon, also Mais ist ja auch mit dabei. Saisonalität ist irgendwie bei dir in der Küche auch ein ganz, ganz großes Thema, ja? Ja, also ich finde es einfach immer furchtbar. Also ich erinnere mich immer noch sehr, sehr gerne an meine Ausbildung bei Heinz Winkler, wo wir dann zu Silvester ein weißes Spargel-Cassoulet mit Rotweinbutter gezaubert haben. Und ich musste nach München zu Käfer fahren und weißen Spargel kaufen. Also die Zeiten sind lange vorbei. Auch diese ganzen Luxusprodukte. Mhm. Also es ist viel mehr Handwerk hier gefragt. Ich habe mehrere Gäste, die Jäger sind, die mich immer wieder versorgen mit verschiedensten Wild. Und das sind einfach so wunderbar herbstliche Gemüse, die natürlich diesen Schmoransatz nochmal den besonderen Kick geben. Total, super. Ich habe total Lust, irgendwie anzufangen. Also sag mir, was soll ich als erstes machen? Ja, ich würde sagen, wir machen mal Arbeitsteilung. Das super. Heißt, ich würde dir als allererstes mal hier diese Rehkeule näher bringen. So. Die Rehkeule auch vom benachbarten Jäger? Ja, tatsächlich. In MacPom habe ich einen befreundeten Jäger, der mich wirklich immer mit sehr, sehr guter Wildqualität versorgt. Das Reh ist ja einfach auch so aromatisch und mit das Feinste, was es gibt. Und ich bin manchmal so traurig, dass doch viele Menschen immer noch so eine Hemmschwelle haben, etwas mit Wild zuzubereiten. Leider und du siehst ja, jetzt hier diese Keule, da ist noch der Knochen, den müssen wir auslösen. Dann ist hier so eine ganz leichte Silberhaut drauf, die nehmen wir gleich raus. Und jetzt geht's los. Super. Was braucht man? Das richtige Messer. Das heißt, du parierst jetzt am besten als allererstes erstmal diesen Knochen heraus. Also eigentlich zeigen dir die Muskelfasern schon den Weg. Okay. Also du schneidest hier einmal rein und gehst dann am Knochen entlang. Und wenn du das geschafft hast, das ist Step One, dann gehst du immer so ein bisschen vorsichtig unter diese Silberhaut und kannst die mit so ein bisschen Spannung dann ganz sauber abparieren, dass du so wenig wie möglich an Abschnitten hast. Perfekt. Viel Spaß. Ich gebe mein Bestes. Dankeschön. Ich stelle dir mal hier an die Seite eine Schüssel. Da kannst du dann die Abschnitte erstmal hineingeben, bevor wir nachher würfeln. Das ist übrigens wichtig, dass die Würfel möglichst gleich groß sind. Lasse, ich fange schon mal an, parallel unser Gemüse zu schnibbeln. Ja. Das heißt, einfach Schalotten würfeln, Petersilienwurzel, Karotte, Kartoffel und so weiter. Super. Guck mal, den Knochen hier habe ich hier schon fast raus. Ja, sehr gut. Ich meine, das muss man vielleicht auch noch mal sagen. Also jeder, der vielleicht so ein bisschen Probleme hat, so ein Fleisch zu parieren, das kann man natürlich auch bei seinem Wildhändler so vorbestellen, dass man sozusagen eine ausgelöste Rehkeule hat. Gleich ohne Knochen. Genau. Für den einen oder anderen einfacher. Ich persönlich denke halt einfach immer so, hey, das gehört auch mit dazu. Ja. Also ich finde das Fleisch, man muss das mit anfassen, man muss es fühlen, irgendwie gefühlt schmeckt es mir dann am Ende auch immer ein bisschen besser, wenn man es selber gemacht hat. Außerdem kann man dann auch viel stolzer sein. So, das ist es halt. Ich habe in der Vorbereitung auf heute ein Zitat wahrgenommen, damit würde ich dich gerne einmal konfrontieren. Ihre Leidenschaft, das Kochen, vereint sie mit einem tiefen Verständnis für Qualität und Nachhaltigkeit in der Küche. Wie prägt sich die Nachhaltigkeit bei dir in der Küche aus? Also ich sag mal, mein Leitspruch ist ja immer, nur gutes Essen kann aus besten Produkten entstehen. Und auf der Suche nach den besten Produkten kommt die Nachhaltigkeit oft ganz von selbst. Also so wie wir jetzt heute ja auch ein Gericht aus Wildfleisch zubereiten mit regionalen Gemüsen, die in die Saison passen. Das ist sozusagen Step One von Nachhaltigkeit bei uns in der Küche. Da hängt natürlich noch viel, viel mehr dran, wenn man überlegt, dass wir im Jahr pro Person mindestens 75 Kilogramm Lebensmittel wegschmeißen, dann ist irgendwo was falsch gelaufen. Also das fängt schon an beim Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich sehe das bei meiner Tochter, die ist 21, ne, wenn die irgendwie ihre Hafermilch aus dem Kühlschrank nimmt und die ist heute abgelaufen, Katastrophe. Dann wird die einfach nicht mehr getrunken. Und dann sage ich immer so, was kann da passieren? Das ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Das ist wie irgend so ein Millionen Jahre altes Ursalz hat ein MHD. Ja, also und ich finde, das haben wir so ein bisschen verlernt. Und ich finde, da müssen wir alle dran arbeiten, dass wir uns Gedanken darüber machen, was können wir mit Lebensmitteln machen, die vielleicht ein bisschen überreif sind. Ich sage jetzt mal die Tomaten, die irgendwie seit einer Woche draußen stehen und vielleicht ein bisschen weich geworden. Da kann ich eine wunderbare Tomatensoße ganz schnell draus kochen. Es gibt immer gefährliche Lebensmittel. Ich sage jetzt mal wirklich frisches Fleisch, Fisch. Ne? Da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Definitiv. Aber wir
können mit ganz, ganz vielen Ideen und ein bisschen Kreativität wirklich auch aus Resten immer tolle Sachen machen. Und das stimmt. Aber du hast das gerade so schön angesprochen. Also gerade bei Fleisch und Fisch bist du vorsichtig. Das ist natürlich genau das Thema, was auch wir verfolgen. Also das heißt, idealerweise hast du einen Fischhändler mit selbstgefangenen Fisch. Gehst du selber angeln? Ist das ein Thema für dich? Weil dann hast du natürlich halt, ja, frischer geht's noch. Ich finde Angeln mega. Ich möchte das auch unglaublich gerne lernen. Im Moment habe ich einfach mal so wenig Zeit. Das ist so mein einziges Handicap, was ich habe. Aber ich habe natürlich tolle Lieferanten, die teilweise zu Freunden geworden sind. Das ist egal, ob das im Fleisch oder im Fischbereich ist. Ich habe in Niedersachsen einen verrückten Fischmann, der zum Beispiel nach diesem Ikehime-Konzept die Fische schlachtet. Die Japaner haben eine ganz besondere Art, ihre Fische zu schlachten. Das heißt, die gehen wirklich übers Rückenmark, sage ich jetzt mal, hinein. Und es ist kein Schmerz, kein Stress für diese Fische. Und das ist so unfassbar, weil diese Qualität eine ganz andere ist. Also das ist ja auch das, was ich hasse, überhaupt Massentierhaltung, brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Und das Schlimmste für die Tiere ist ja der Stress. Und deswegen finde ich es immer schön, wenn ich meinen Rinderzüchter habe und ich weiß, wie die Tiere groß werden. Ich weiß, wie sie geschlachtet werden, dass sie keinen Stress haben. Und dass man einfach viel mehr drüber nachdenkt, nicht mehr jeden Tag Fisch und Wurst zu essen oder Fleisch und Wurst zu essen, sondern ausgewählt. Also ich bin, so wie du, glaube ich, auch bekennende Fleischesserin. Ich mag wirklich gerne Fleisch. Aber mein Essverhalten hat sich in den letzten 10 Jahren unglaublich verändert. Ja. Und ich kann einfach kein Fleisch mehr essen, wenn ich nicht weiß, wo es herkommt, wie es groß geworden ist. Deswegen eben auch meine Liebe zum Wild. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also es ist schön, dass auch vom Zeitraum her könnte ich das auch so unterschreiben. Also in den letzten 10 Jahren achtet man viel darauf. Hat bei mir natürlich auch damit zu tun, so irgendwie die Kinder kommen und man möchte denen das richtig vorleben. Ja. Also halt eben nicht so das Zellophan verpackte Fleisch, was kein Blut hat, sondern es darf halt einfach auch mal blutig sein. Das dürfen die Kinder auch miterleben. Was man auch nicht vergessen darf, manchmal haben ja auch schon Generationen vor uns es eigentlich genau richtig vorgelebt. Warum gab es früher den Sonntagsbraten? Ja, klar. Also das war einfach der Tag, an dem Fleisch gegessen wurde. Und es gab Fisch. Ja. Und das sind so Rituale, die eigentlich heute wieder ganz, ganz aktuell sind. Also ich finde das großartig. Was aber auch ganz aktuell ist, ist natürlich diese Diskussion am Essenstisch. Ich bin Vegetarier, ich bin Veganer, ich bin Flexitarier, ich bin Karnivore. Ist das für dich als Köchin und leidenschaftliche Esserin anstrengend, diese Debatte? Du sprichst es ja auch so schön an. Also jetzt nochmal, wie ich darauf komme. Früher hat man sich, glaube ich, einfach weniger Gedanken gemacht, sondern man hat das gegessen, was da war. Man hat geguckt, kommt es aus dem Garten oder nicht. Aber man hat frisch gekauft und dann wurde es gegessen. Ich glaube, in jederlei Hinsicht spielt Toleranz einfach eine große Rolle. Und wir haben einfach diese Bewegung von immer mehr Vegetariern, Veganern. Es gibt ja mittlerweile Kollegen, Kolleginnen von mir, die ausschließlich vegetarische Menüs oder beides anbieten. Bei uns ist es tatsächlich so, dadurch, dass ich wirklich die Liebe zu Fisch und Fleisch habe, gibt es das auch immer. Aber es gibt auch immer eine gedachte Variante für die Vegetarier, für die Veganer. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Mischung. Das kann ich gut nachvollziehen. Also ich finde die auch vegetarisch, da sind wir auch wieder bei diesem Thema. Der Wald, die Regionalität und die Saisonalität gibt uns ja auch alles. Total. So für tolle vegetarische Gerichte. Vegane Ernährung rückt jetzt irgendwie so immer mehr in den Fokus. Differenzierst du da zwischen vegetarisch und vegan? Ich sage ganz ehrlich, ich kann jeden Vegetarier verstehen. Jo. Vegan fällt mir tatsächlich sehr, sehr schwer. Das ist für mich das Schönste, wenn ich abends spät nach Hause komme und noch ein Glas Wein trinke und dazu ein schönes Stück Käse esse. Ja? Unabhängig davon, dass ich größter Fan von Parmesan bin und natürlich Parmesan in meiner Küche eine ganz große Rolle spielt. Was ich so schwierig finde, es sind ja meistens eher, sag ich mal, die Generation nach uns, die sich begeistert für die vegane Küche, aus welchen Beweggründen auch immer, aber zu wenig darüber nachdenkt, wirklich sich ausgewogen zu ernähren. Und wenn ich dann vegane Käse, Wurst, Ersatzprodukte sehe und dann da hinten drauf schaue, auf die Verpackung, was da alles drin ist, dann wird mir ehrlich gesagt schlecht. Und so wie wir hier sind, weißt du, das ist für mich die ehrliche Küche. Ich weiß
einfach genau, was in unserem Gericht drin ist. Ich weiß, wie ich es zubereitet habe. Ich habe keine Geschmacksverstärker. Ich habe einfach Natur pur. Und das finde ich einfach großartig. Und das schmeckt man auch. Jetzt geht es ja darum, tatsächlich gleichmäßige Würfel zu schneiden. Und da würde ich dir jetzt ein zweites Messer geben. Und jetzt kannst du eben dieses Fleisch, ich sag jetzt mal so, in diese Größe würfeln. Perfekt. Wo soll ich das dann reintun? Ich würde sagen, ich nehme das hier, diese Parüren nennt man das übrigens, und den Knochen. Das sind auch alles Dinge, also das landet bei uns nicht im Müll oder so, sondern daraus kochen wir dann unsere Soßen. Also das Ganze wird nochmal angeröstet, auch mit Wurzelgemüsen und ein bisschen Wein, und köchelt über Stunden vor sich hin. Und das gibt natürlich dann hinter dem Ganzen nochmal richtig Kraft. Ah, schön. Also das heißt wirklich, bei dir in der Küche wird nichts weggeschmissen, du bist bei dem Thema Vollverwertung. Sind wir auch wieder beim Thema Nachhaltigkeit? Absolut. Also es ist wirklich, also selbst hier, ich habe jetzt hier, weil wir das natürlich gleich komplett im Gericht haben werden, aber alle Wurzelgemüse, die ich jetzt hier habe, also diese Abschnitte, die landen zum Beispiel auch mit in den Soßenansätzen. Also am Anfang, wo im Prinzip das Grünzeug ist, da sind keine Bitterstoffe drin, wo du sagst, irgendwie, das stört den beim Zubereiten oder beim Geschmack? Also ich würde es jetzt nicht mit hineinschneiden in unser Ragout, aber für den Soßenansatz ist das wunderbar zu verwerten. Also da kommt wirklich nichts weg. Das ist super. Bleiben wir nochmal bei deiner Küche. Unterscheidest du zwischen privat einkaufen und bei den Lieferanten für dein Restaurant? Nee, das ist eigentlich ziemlich identisch. Ich muss auch zugeben, ab und zu erwischt man mich sonntags auch mal beim Klauen im Restaurant. Oh, ja. Das heißt, wenn ich sage, ich mache irgendwas Schnelles, dann hole ich mir mal eine Pasta raus oder Tomatensauce, ein Stück Fisch oder was auch immer, worauf wir gerade zu Hause Lust haben. Also ich bin tatsächlich auch zu Hause immer noch als Köchin unterwegs. Liegt aber auch daran, dass natürlich meine Mitbewohner alle sehr anspruchsvoll sind und gerne gut essen und sagen, oh nee, Mama, kannst du irgendwie mal wieder eine leckere Bolognese kochen oder. Eine Wild-Bolognese ist übrigens auch eine grandiose Geschichte. Da kann man tatsächlich mal das Hackfleisch gegen Wild austauschen. Auch gerne übrigens in größerer Menge, einfach eingeweckt oder tiefgefroren, dann hat man immer eine Bolognese da. Es ist ja tatsächlich immer auch so ein bisschen eine Frage der Einstellung und wie man es auch von zu Hause gelernt hat. Also wenn du einfach zu Hause groß geworden bist, dass es eben auch mal eine Wildbolognese gibt, dann nimmst du das auch als erwachsener junger Mensch mit. Na, also ich glaube, wir müssen immer weiter dran arbeiten und drüber sprechen und die Menschen davon überzeugen, dass das im Grunde genommen am Ende ja auch unser Energie Powergeber ist, ja, also eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit nachhaltig angebauten oder auch artgerechter Tierhaltung, wildem Fleisch, Fisch, das ist ja einfach das Beste, was uns passieren kann, und das muss auch deswegen nicht unbedingt teurer sein. Was würdest du empfehlen, wenn ich jetzt nicht den befreundeten Jäger im Dorf habe, wenn ich nicht den Hofladen auf dem Dorf kenne, würdest du empfehlen, macht euch die Mühe, fahrt raus, guckt es, macht euch schlau? Also ich finde alleine die Idee, dass man vielleicht tatsächlich mal einen kleinen Ausflug macht am Wochenende in einen Hofladen oder zu einem bekannten Wild- oder Jäger, finde ich super. Mhm. Lässt sich ja auch, oder wird auch oft eingefroren, also kann man gefroren kaufen. Es gibt natürlich auch klasse Metzger, und ich muss ja immer wieder plädieren für die Wochenmärkte. Ich finde ja nichts schöner, als auf den Markt zu gehen. Und es gibt eigentlich keinen Markt, wo man nicht auch einen Wildhändler findet. Das stimmt. Also von daher gibt es da keine Ausrede. Wie hat sich für dich die Küche entwickelt von deiner Zeit bei Bayern Winkler bis jetzt? Hat sich die Küche verändert? Total. Total. Inwiefern? Als ich meine Ausbildung, ich möchte es gar nicht aussprechen, das ist nämlich schon 30 Jahre her, gemacht habe, da haben wir in der Sterneküche ausschließlich mit Luxusprodukten gekocht. Da war auch ganz klar, wenn ich ein Reh, das war zum Beispiel auch ein Klassiker von Hans Winkler, zubereite, dann natürlich nur den Rehrücken in der Salzkruste und am Tisch tranchiert für die Gäste. Diese ganze neue Denke vom Nose to Tail zum Beispiel auch Innereien mit zu verwenden, das bedeutet, dass man ein bisschen Koch-Background haben muss. Das ist die Veränderung, dass wir wirklich
heute ein ganzes Tier verarbeiten, dass wir auch einfaches Fleisch verwenden. Ich finde, man kann auch mit dem Wildschwein großartige Sachen zaubern. Achtest du auch bei deinen Lieferanten darauf, dass es in der Nähe ist oder bei deinen Fleischlieferanten, dass vielleicht da vom Hof bis zum Schlachthof, dass die Entfernung nicht so groß ist? Sind das so Kriterien, wo du drauf achtest? Klar, auch das ist etwas, wo wir sehr, sehr viel drüber nachdenken und wo sich sehr viel verändert hat. Ich habe hier mal so nebenbei, vielleicht für alle die immer so ein bisschen überfordert sind, wenn es um Kürbis geht, das ist ja ein ziemlich störrisches Ding. Das ist ein Hokkaido-Kürbis, der große Vorteil. Den können wir jetzt tatsächlich mit Schale würfeln. Kommt aber erst am Schluss mit hinein in unser Reh-Ragout. Ich habe die Kerne ausgekratzt. Und jetzt kannst du hier nochmal mit einem schönen scharfen Messer kleine gleichmäßige Würfel schneiden. Gewaschen haben wir ihn, das ist kein Schmutz hier, sondern das ist natürlich, weil er einfach aus der Natur, so nicht muss das so aussehen. Genau so. Mache ich gerne. Und dann haben wir eigentlich schon fast alle Zutaten mach lieber auf der anderen Seite für unsere Vorbereitung. Von der Größe der Würfel orientiere ich mich halt auch so wie bei den Fleischstücken? Oder ein bisschen kleiner wie meine Gemüsewürfel, die ich da schon habe. Wir machen die Rehkeule. Wir haben auch schon irgendwie über Schwarzwild, sprich über das Wildschwein gesprochen. Was ist denn etwas, was du an Wildtieren aus Deutschland, aus unserer Region irgendwie bei dir gerne nochmal mit auf den Teller kommt? Ja, Schwarzwild, Rotwild natürlich sowieso irgendwie selbstverständlich. Was ich eigentlich gerne mag, ist auch Wildhase. Fasan liebe ich auch. Ist immer ein bisschen schwierig, weil man ja so beim Wildfasan nicht sehen kann, wie jung oder alt der Vogel ist. Jedenfalls nicht auf die Entfernung. Und da muss man mal genau sehen, die können saftig aussehen und dann gart man sie und dann sind sie irgendwie doch ziemlich trocken. Wildtaube finde ich auch toll. Ich glaube, bei Taube ist es einfach, entweder du liebst es oder du hasst es. Es gibt irgendwie nichts dazwischen. Das ist so ähnlich wie eine Nutria. Ne? Also das ist ja auch so ein Tier. Und man sagt so, okay, ist tatsächlich muss es sein oder nicht? Wir haben jetzt alles vorbereitet. Jetzt geht's an die Zubereitung. Jetzt geht's ans Eingemachte sozusagen. Stark. Was machen wir als erstes? Als erstes nehmen wir uns diesen wunderbaren Bräter. So ein gusseiserner Bräter ist einfach fantastisch für jegliche Art von Schmorgerichten, weil du kannst da drin scharf anbraten und kannst ihn dann nachher im Ofen auch ziehen lassen. Und deswegen habe ich den jetzt erstmal angestellt, ohne alles. Das ist übrigens der Unterschied, wenn du so eine Eisenpfanne, Eisenbräter hast, den kannst du erstmal zum Glühen bringen, ohne dass irgendwas passiert. Ja, okay. Bei jeder beschichteten Pfanne sollte man immer schon ein bisschen Öl hineingeben. Thema, was natürlich alle beschäftigt. Olivenöl zum Braten verwenden, ja oder nein? Oder worauf sollte man achten? Was sagst du? Also, ein hochwertiges Olivenöl, ein kaltgepresstes Olivenöl, also ein Olio di extra virgin, ne? Ist tatsächlich auch zum Braten geeignet. Es gibt eine ganz einfache Regel, die ich irgendwann immer meinen Kochschülern erzähle. Wenn eine Zwiebel oder Knoblauch anfängt, Farbe zu nehmen, dann wird auch das Olivenöl zu heiß. Also für alle Gerichte, wo ich nicht auf ganz hohe Temperaturen gehe, ist das natürlich ein wunderbarer Geschmacksträger und Geber. Aber es ist nicht geeignet, um jetzt zum Beispiel unser Fleisch scharf anzubraten. Deswegen machen wir uns das immer selber, einen Butterschmalz. Fantastisch. Also das heißt, da ist keine Molke mehr drin, es ist reine Butterfett. Kann man auch fertig kaufen, logischerweise. Aber da sind wir wieder bei dem Thema. Da weiß ich einfach ganz genau, das ist meine gute Butter. Die lasse ich einfach schmelzen, die Molke setzt sich unten ab. Wenn man die noch ein bisschen karamellisieren lässt, dann entsteht diese schöne Nussbutter, die ja auch so ein tolles Aroma hat. Und damit braten wir jetzt an. Also ich würde mal sagen, einen großzügigen Löffel oder auch zwei. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man eben tatsächlich, wenn man jetzt so einen Schmoransatz macht, das Fleisch erstmal nicht alles auf einmal hineingibt, sondern ruhig in zwei Chargen andreht, damit es wirklich brät und nicht kocht. Okay. Ja? Also das heißt, das Fleisch geht jetzt einmal so richtig schön. So, guck mal, das ist unser Bratenband, das brauchen wir gleich noch. Aber der Topf ist groß genug, also diese Menge von Fleisch kann ich jetzt sozusagen in einem anbraten. Ja. Ich gebe erstmal kein Salz oder Gewürze dazu. Okay, warum? Dann würde das Fleisch schon Wasser ziehen und eben tatsächlich nicht so schön gleichmäßig anrösten.
wenn das gleich Farbe hat von allen Seiten, dann können wir da tatsächlich schon ein bisschen Gewürze und etwas Salz mit auf den Weg geben. Sehr guter Tipp. Wie würdest du generell, also immer erst Salz oder ich meine Pfeffer, ich meine jetzt ist es ein Schmorgericht, da kann man natürlich auch verkaufen, ne? Aber so zum also zum Anbraten auch für jedes Steak zum Beispiel, ganz leicht salzen vorher und dann in die richtig heiße Pfanne, ganz kurz von beiden Seiten und dann, wenn es ein dickeres Stück Fleisch ist, langsam im Ofen ziehen lassen. Also dieses schonende Garen auf kleineren Temperaturen ist natürlich auch wunderbar, um all die guten Inhaltsstoffe, die im Fleisch sind, auch drin zu behalten. Und Pfeffern immer erst später, weil vorher verbrennt das alles. Pfeffern immer erst später und ich liebe ja sowieso Salz in verschiedenen Varianten. Das sind so solche sogenannte Salt Flakes. Mhm. Die sind halt toll am Ende, kurz bevor ich aufschneide, nochmal drüber. Die sind so schön crispy, die sind auch nicht zu salzig. Ja. Und dann mit schönem frischen Pfeffer oder auch einer Pfeffermischung. Ich habe hier diese wunderbaren Beef Booster aus meiner Gewürzmischung. Und da sind verschiedene Pfeffersorten drin und das gibt dem Ganzen nochmal einen tollen Geschmack. Und das werden wir hier natürlich auch in Einsatz bringen, denn gerade Wildgerichte mögen natürlich Gewürze wie Pfeffer in verschiedenen Varianten. Wacholderbeeren passen halt super. Super. Und dieses scharfe Anbraten ist natürlich wichtig. Die sogenannten Röstaromen geben dem Ganzen natürlich nochmal einen richtig guten Geschmack und natürlich auch hinterher eine schöne Farbe für die Soße. Ja. Ja, und jetzt siehst du wirklich, dass da gar kein Saft austritt, sondern wirklich sich die, sind übrigens nicht die Poren, sondern die Fasern verschließen und der ganze Saft auch in dem Fleisch bleibt. Wir können die Zwischenzeit nutzen lassen. Ja. Du kannst ein kleines sogenanntes Bouquet Garni mal zusammenbinden. Das heißt, du nimmst dir einfach so ein paar Rosmarin, Zweige, Thymian und zwei, drei Lorbeerblätter und bindest sie zusammen. Ja. Dann muss ich die hinterher nicht alle einzeln rausfischen aus diesem Schmoransatz. Aber sie sind natürlich für den Geschmack ganz, ganz wichtig. Wenn ich hier am Tüdeln bin, noch mal so ein paar Fragen zum Thema Nachhaltigkeit. Die Küche läuft, du hast jetzt hier die Induktionsplatte an, hier steht das auf dem Gasherd. Nachhaltigkeit ist auch hier wieder ein Thema. Wo versuchst du noch nachhaltig zu sein oder zu agieren, außerhalb von den Zutaten an Lebensmitteln oder wie du das konsumierst und nicht wegschmeißt? Das ist natürlich ganz oft auch, wenn wir sehen, dass wir ja einfach ein Energiekostenthema haben, nicht seit gestern, ja. Dann versuchen wir natürlich auch immer Restwärme zu nutzen. Ich habe drüben bei mir im Restaurant zum Beispiel einen wunderschönen Glühplattenherd, der auf Gas läuft. Mhm. Und da schalten wir eigentlich schon um 9 Uhr den Ofen komplett aus, weil er so viel Restwärme speichert, weil er eben auch so eine gusseiserne Platte hat. Und das sind so Sachen, da habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist doch ganz logisch, weil der hält so lange die Hitze, dass du die letzte Stunde ganz locker so weiterarbeiten kannst, ohne dass du noch weiter Energie brauchst. Das sind einfach so Dinge, die finde ich schon auch sehr, sehr wichtig, weil diese schöne Natur, woher ja auch dieses Fleisch kommt, die wollen wir uns ja auch noch ein bisschen länger erhalten. Jetzt gehen wir in die Tiefe, das heißt, wir würzen jetzt dieses Fleisch ein wenig. Jetzt geht's los, ja. Etwas Salz. Brassato di Festa. Eine kleine Gewürzmischung von mir. Und mein Beef Booster, den wir gerade schon hatten. Und Gewürze mögen es schon, dass sie mit angeröstet werden, aber eben nicht so heiß, dass sie verbrennen. Und jetzt stelle ich mal ganz kurz aus. Jetzt nehmen wir uns nämlich erstmal die Fleischwürfel wieder raus, weil jetzt kommen die Gemüse rein. In dieselbe Pfanne mit in denselben Topf. Genau. Nimm schon mal das Gemüse hier in mir an. Freut sich jetzt schon was im Einsatz. Und das ist natürlich auch das Grandiose an so einem gusseisernen Topf. Der hat ja auch eine wirklich tolle Wärmeleitung und hält ganz, ganz großartig die Hitze. Da brauchen wir jetzt nicht mehr so hohe Temperaturen, weil wir nicht wollen, dass die verbrennen. Mhm. Ja, die sollen nur auch ein bisschen mit angeröstet werden. Werden dann ein bisschen tomatisiert. Jetzt könntest du zum Beispiel für den Geschmack auch ein bisschen Olivenöl dazugeben. Ach so, okay, ja. Na? Weil jetzt gehen wir nicht mehr auf die hohen Temperaturen, weil sonst würden
die Schalotten da drin zum Beispiel verbrennen, würden bitter werden und würde natürlich den schönen Geschmack nehmen. Das ist genauso wie beim Risotto. Man braucht nicht die ganze Zeit zu rühren. Die können jetzt ein bisschen Farbe bekommen. Dann rührst du zwischendurch mal um und dann kommt gleich unser Tomatenmark dazu. Jetzt darfst du umrühren. Ich habe Tomatenmark dazugegeben. Darf auch so ein bisschen mit anrösten. Und jetzt kommt gleich ein bisschen Alkohol ins Spiel. Ein bestimmter? Also ist das, oder ist das jetzt der einfache Rotwein? Wenn du einen Wein hast, der schon katastrophal schmeckt, nicht trinkbar ist, aus dem Tetrapack, ja, dann kann ich nicht erwarten, dass der mir jetzt das mega Geschmackserlebnis für unser Ragout bringt. Das kann auch ein einfacher Landwein sein, ne? Aber er sollte schon trinkbar sein. So, das ist jetzt hier, glaube ich, schon alles gut angeröstet, oder? Ja, und dann kommt genau dieses Moment des Ablöschens. Also kräftiger Schluck Rotwein. Oh ja. Ganz, ganz wichtig, wenn du mit Wein kochst, dass du immer am Anfang zum Ablöschen den Wein dazu gibst. Nicht denken, oh, am Ende schmecke ich nochmal ab, auch bei einer schönen feinen Fischsoße. Dann, oh ja, hol mal den Chablis raus, den wir gleich dazu trinken. Und gibst den am Ende dazu, dann schmeckt natürlich alles nur sprittig. Wer jetzt sagt, kein Wein, weil die Kinder es mitessen zum Beispiel, kann man natürlich auch mit tollen Fruchtsäften. Also ein roter Traubensaft zum Beispiel auch, ist auch fantastisch und gibt eben auch diese schöne Säure und diesen Mix aus Säure und Süße. Weil jetzt kommt die Süße nämlich ins Spiel, weil der Rotwein ja viel Säure hat, spiele ich jetzt dagegen mit im Verhältnis ungefähr ein Drittel Portwein, zwei Drittel Rotwein. Du hast ja gerade so ein kleines Bouquet Garni zubereitet, das zusammengebunden. Das kannst du jetzt hier hineinwerfen. Okay, mache ich sehr gerne. Das lassen wir einfach so ein bisschen mit köcheln. Und jetzt kannst du tatsächlich auch unsere angebratenen Fleischwürfel wieder hineingeben. Einfach reinflutschen lassen. Jetzt siehst du schon, dass wir ein bisschen Bindung schon bekommen. Das kommt natürlich auch durch das Tomatenmark. Das kommt auch durch die Kartoffelstärke, durch unsere Kartoffelwürfel da drin. Und es ist fast keine Flüssigkeit mehr da. Wir kochen halt unsere ganzen Fonds selber. Das ist jetzt ein Wildfond, den wir zum Beispiel aus den Knochen und den Parüren zubereiten. Wer sagt, oh, das ist mir ein bisschen zu aufwendig, es gibt mittlerweile sehr gute, fertige Fonds zu kaufen, ohne Geschmacksverstärker. Nur wichtig, immer darauf achten, dass die nicht zu salzig sind. Oft sind die sehr, sehr salzig. Dadurch, dass das jetzt natürlich auch noch weiter einkocht, kann es dann schon zu kräftig sein, obwohl man noch fast kein Salz dazu gegeben hat. Also das immer vorher einfach den Fond probieren. Wenn er zu salzig ist, eben tatsächlich mit ein bisschen Wasser verlängern. Und wenn ich jetzt nicht unbedingt einen Wildfond habe, sondern ich komme nur an ein Gemüse oder einen Rinderfond oder einen Geflügelfond, was würdest du sagen, passt am besten? Also ein Rinderfond ist natürlich schön, weil es auch ein bisschen mehr Kraft hat. Aber ein Gemüsefond funktioniert auch, weil wir haben jetzt hier ja auch schon viel Kraft und Geschmack durch das Fleisch selber und durch das Anrösten von beidem, von Gemüse und Fleisch. Jetzt kann ich auch den Rest nehmen. Jetzt haben wir es eben tatsächlich so gerade bedeckt. Jetzt lassen wir es noch einmal aufkochen. Und dann ganz wichtig beim Schmoren, dass man wirklich einen Deckel drauf gibt. Das ist das Schöne an diesen gusseisernen Töpfen, dass du hier einen richtig schweren Deckel hast, dass das ganze Aroma drin bleibt und das langsam vor sich hinschmuggeln kann. Hier sind so kleine Wellen. Die sind tatsächlich wie so eine kleine Dusche. Also das Kondenswasser, was hochsteigt, geht auch wieder rein. Und somit bleibt der komplette Geschmack und Aroma erhalten. Wie gesagt, wir lassen es jetzt noch einmal aufkochen, Deckel drauf und dann geht es ungefähr für Stunde, anderthalb in den Ofen bei 180 Grad. Das Ragout ist im Backofen. Was machen wir als nächstes? Tatsächlich unsere Maiskruste. Das heißt, ich habe hier den frischen Mais einfach nur püriert, mit ein bisschen Salz, Pfeffer, Muskatnuss abgeschmeckt. Okay. Und den gebe ich jetzt hier in die Schüssel. Wer übrigens keinen frischen Mais bekommt, das geht auch super mit tiefgefrorenen. Okay. Na, also das ist überhaupt gar kein Thema. Und jetzt kommt ein bisschen Eigelb dazu. Du kannst das schon mal verrühren mit dem Schneebesen. Ein bisschen Maisstärke für die Bindung. Ohne Parmesan, weißt du ja, geht bei mir nichts.
Apropos Parmesan. Hast du da einen Tipp? Was ist so dein Parmesan-Geheimtipp? Also ich meine, der richtige Parmesan, da kommt natürlich aus. Emilia Romagna. Ja, siehst du. Ist natürlich geschützt durch seine Konsortien. Aber kleine Zwischenfrage, was glaubst du, wie viel Liter Milch braucht man für einen Parmesan? Dann bin ich so bei 100, 200 Liter? Es sind tatsächlich 500 Liter Milch. 500 Liter? 500 Liter Milch braucht man, um einen Parmesan herzustellen. Boah, okay. Ich habe wirklich immer in meinem Kühlschrank ein Stück Parmesan, übrigens eingewickelt einfach in Bienenwachspapier. Das ist großartig, weil er hat keine Feucht oder zieht keine Feuchtigkeit, wie es bei Folie der Fall ist, dann fängt er schnell an zu schimmeln. Guter Tipp. Das Aroma bleibt voll enthalten und so wie frisch gemahlener Pfeffer schmeckt eben auch frisch geriebener Parmesan ganz anders. Jetzt hast du alles zusammengerührt. Ja. Jetzt fehlt nur noch das Eiweiß. Das haben wir hier aufgeschlagen mit einer ganz kleinen Prise Salz. Mhm. Am Anfang, immer wenn man mit geschlagenem Eiweiß arbeitet, rührt man es wirklich unter, um so ein bisschen die Massen anzugleichen. Und den zweiten Teil, den heben wir dann einfach vorsichtig unter. Was ist der größte Fehler in der Küche? Was sollte man definitiv nicht machen? Man sollte tatsächlich nicht sparen an der richtigen Ausrüstung. Bitte ein ordentliches Schneidbrett. Gerne unten drunter immer ein Feuchttuch legen, dass es nicht hin und her rutscht. Keine Messer, keine Bretter in die Spülmaschine, dann fangen die nämlich an, sich zu verziehen und zu wackeln. Passieren die ersten Unfälle. Man braucht eigentlich nur drei Messer in der Küche. Alles andere ist Luxus. Ein großes Kochmesser, ein kleines Messer und ein Sägemesser für Brot. Und damit habe ich schon mal die Basis. Und dann brauche ich einen vernünftigen Topf. Mhm. Wie gesagt, das ist wie ein Erbstück. So eine Cocotte ist grandios. Eine Eisenpfanne für alles zum scharfen Anbraten, wobei das auch in dem Topf ginge. Und natürlich auch eine beschichtete Pfanne und auch von guter Qualität, die man tatsächlich mit ein bisschen Pflege auch sehr, sehr langlebig sein lassen kann. So, jetzt haben wir sozusagen unsere Maiskruste fertig. Du kannst gerne nochmal unser Ragout rausnehmen, denn jetzt kommt der Moment, wo wir die Kruste oben drauf geben und das Ganze im Ofen schön leicht bräunen lassen. Es stockt, wird eine ganz fluffige Masse und gratiniert so ein bisschen. Schön. Wie lange war das jetzt nochmal im Ofen? Das waren jetzt so ungefähr 1,5 Stunden. Sehr gut. Und jetzt fischen wir tatsächlich mit Hilfe einer Pinzette einmal unser kleines Kräuterzweigchen hier raus. Jetzt schon wieder vergessen, Bouquet. Bouquet garni. Bouquet garni. Einmal kurz probieren. Ja. Ganz, ganz wichtig in der Küche, alles muss probiert werden. Wenn da jetzt noch was fehlt, ein bisschen Salz, Gewürz, was auch immer, überhaupt kein Thema. Wem das zu dünnflüssig ist, der kann natürlich auch noch mal ein ganz bisschen was abnehmen, einkochen lassen. Dann wird es von selber, kriegt es eine schöne Sämigkeit. Okay. Oh, man merkt so richtig schön die Orangenschale, ne? Total. Sehr gut. Also ich finde, da muss nichts mehr dran. Lasse, es duftet. Es ist unglaublich, wie das schön auch die Orangenschale und die verschiedenen Pfeffersorten durchkommen. Da haben wir jetzt unsere Maiskruste. Und die können wir jetzt da drüber verteilen. Also direkt aufs Ragout. Genau. Oh, okay. Jetzt kannst du es einfach so, wie es ist, in den Ofen stellen. Perfekt. Oder ich halte das hier alles fest. Lasse, ich habe gerade schon einen Blick reingeworfen. Es sieht fantastisch aus. Siehst du, wie es da so langsam schön angefangen hat zu gratinieren? Total. Hier ist Touchon und auf geht's. Fantastisch. Warte, ich mache hinter dir zu. Wow, das sieht fantastisch aus. Also vielleicht noch mal ganz kurz, so kannst du das natürlich wunderbar einfach auf den Tisch stellen. Ich liebe das ja, wenn sich jeder auch das nehmen kann, was er möchte. Wer glaubt, er braucht da noch ein bisschen mehr dazu, im Grunde genommen ist alles drin, was man zum Glücklichsein braucht. Die Maiskruste gibt natürlich auch noch mal ein bisschen Kraft hinein mit dem Parmesan. Wer mag, kann noch ein paar gebratene Pilze dazu servieren. Aber eigentlich ist es wirklich wie ein Eintopf. Liebe Cornelia, es sieht fantastisch aus. Vielen, vielen Dank. Gerne. Dass wir heute bei dir sein dürfen, dass du uns
dein liebstes Wildgericht beigebracht hast. Ich freue mich darauf, das jetzt gleich mit dir zu essen. Ich mich auch. Und ansonsten vielen, vielen Dank für den Einblick von Cornelia Poletto, dass wir so viel auch von dir über dieses Thema Nachhaltigkeit in der Küche, was das für dich ist, dass wir dich näher kennenlernen durften. Großartig. Dankeschön dafür. Sehr gerne.